Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu RL Craft. Wir gehen heute auf die Jagd, weil ich darf ja immer noch nicht bestimmte Sachen farmen. Bedeutet, wir müssen jagen, was wir kriegen können, damit ich ein bisschen XP krieg. Was gibt es Besseres, als diese riesen Viecher hier zu jagen, die hier rumstehen? Genug Speere habe ich ja. Und wirklich antun tun sie mir auch nichts. Das ist der nächste. Wir müssen ihn nur ausballern, dann wird es schon funktionieren irgendwie. Und ich weiß auch nicht, warum ich dann die jedes Mal so einen Damage Screen kriege. Also will ich die Speere auseinander, ne? Wird es schon ernsthaft wieder Nacht? Oder ist es einfach hier, weil es dunkel ist? Ich habe jetzt noch nur 2 XP bekommen insgesamt. Das ist ja richtig kacke. Ich habe das Gefühl, diese Speere bringen sich echt viel. Hallo, ich will jagen gehen und nicht schlafen. Das können andere Leute machen, aber dafür bin ich hier nicht eingestellt. Hallo, Wetter. Ich verstehe nicht so ganz, warum die einen so zur Hälfte kaputt sind. Ich muss mir vielleicht nochmal ein Tutorial genau anschauen, wie das hier weitergeht sozusagen. Weil irgendwie kannst du ja auch Viecher tamen und dafür muss ich wahrscheinlich... Alter, kannst du bitte einmal laufen? Einmal in deinem Leben einfach laufen, wenn ich dir sage. So. Wir brauchen ja Level 6, um Eisen minen zu dürfen, wenn ich mich da jetzt nicht irre. Wir sind Rank 2 im Archaeosaurus. Und wir kriegen... Ah, da kriegen wir Leben wieder. Perfekt. Nochmal eines. Und dann dich können wir jetzt hier rein tun. Nochmal ein bisschen Purified Water. Für die Gesundheit, ne? Hier kommen jetzt die Sachen wieder rein. Das sind unsere Sticky Sticks. So. Und ah genau, ich wollte einmal kurz ins Inventar schauen, in dieses komische Monsterteil hier, und da gab's Beasts Ariosaurus. Summoning Cost 2, Knowledge Rank 2. Health 40, Defense 1. Vark hat, ach, wissen wir gar nichts von. Okay. Davon haben wir noch gar nichts. Okay. Strider und das war das, was wir vorhin gesehen haben. Ganz komisches Viech. Den Drachen haben wir gesehen, den Torok. Die Nymph. Das komische Viech, was mit Tyrion auf den Sack gegangen ist. Die ist cool. Wo haben wir den gesehen? Der ist am geilsten, der bringt mir richtig coole Sachen. Und das war, wahrscheinlich war das vorhin wieder ein Rook, kann das sein? Aber andere Sache, kann ich jetzt schon hier Skill Mining? Ich will Level 5 sein, bitte. Es geht mir jetzt schon tierisch auf den Sack, dass ich so ewig brauche. Vor allem, dass ich ewig viele Folgen gebraucht habe, um das zu realisieren. Vor allem, dass die Speere so gut sind. Die Speere sind ja so die Ultimate Weapon gerade, maschinengewehrartig schießen. Das taugt mir. Hallo, Monster, ich brauche XP, bitte. Aber wissen ja, wenn wir nichts finden, dann tun wir einfach einen rufen. Es geht ja immer noch. Ich sehe deinen Arsch. Rorasaurus Meat. Ist auch ein schöner Wald. Es reicht, wenn zwischendurch diese Rufe kommen, aber doch nicht so laut. Butterflies. Geben keine XP, wie es scheint.
sicher wieder irgendein. Ist doch wieder irgendwo sicher so ein Fehler im System. Ich brauche einfach XP und wenn ich Essen auf dem Weg. Hallo, wir spielen hier nicht Halt und Sieg. Spinny! Was war das denn? Hier ist irgendwas. Ah. Glowing Ingot, okay. Das war jetzt... Oh, guck mal. Eisen. Also es wäre jetzt auch unspektakulärer eigentlich gegangen, aber hey! Ich habe absolut keinen Plan, was mich da gerade angegriffen hat. Aber ich sehe noch mein Ziel, was ich jetzt angreifen kann. Stirb endlich, du! Bleib stehen! Wenn hier noch mehr von diesen unsichtbaren Viechern rumlaufen, dann kriege ich echt einen Anfall, ne? Aber der See taugt mir. Vor allem, dass hier eine Dorfkirche steht, ohne wirklich Dorf. Oh, you can't break this. Get to the chopper. Das muss ich dann bloß wieder zurückfinden. Das wird wahrscheinlich die größte Herausforderung. Aber so schwer kann es doch gar nicht sein, oder? Einfach zurück. Springpool, okay. Hook on. Nee, war das mein Weg zurück? Schon, oder? Nee, warte mal, bin ich hier runter? Woher zum Fick kam ich? Ich kam von da drüben, oder? Wait a second. Wo zum Fick komme ich her? Hier sind wieder Berge. Dann werde ich doch hier richtig sein, oder? Habe ich eine Map? Also das mit Verlaufen und so, das war jetzt aber nicht in meinem Vertrag gestanden. Da bin ich wo runtergehüpft? Bin doch sicher da irgendwie runtergehüpft, oder? Kenn mich doch. Ich würde gern vor der Nacht nach Hause kommen, Jungs. Ah, fuck, das funktioniert ja nicht so. Wo zum Fick bin ich? Hab ich grad. Ich bin ernsthaft gerade lost. Ne, warte mal, da vorne muss ich hin. Alter! Nee, oder? Warte mal. Hä? Wo ist mein See?
Also, ihr wollt mich doch jetzt komplett gerade verarschen, oder? Wo ist denn meine fucking Hütte? Es wird schon dunkel, Leute, das ist unfair. Aber ich vermute mal, dass wir hier lang müssen irgendwie. Ein Wasserfall, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wahrscheinlich in die Richtung, ne? Das schaut besser aus. Alter, ich war so lost in so kurzer Zeit. Da war gerade ein Geräusch im Hintergrund, ne? So ein... Was mir gerade ein Zittern auf meine Füße gegeben hat. Ich weiß nicht zum Fick, was hinter mir da war. Oder was ich vorbeigehend vielleicht gelaufen bin. Ich bin ja ganz mal vorbeigelaufen. Aber erstmal in Safety, dann kann man sich umgucken. Ist irgendwas hinter mir her? Nee, der Baum wächst bloß. Wait a minute. Ich habe fucking durch und ich habe 3000 Sachen mit. Warte mal. Ich mach mal kurz Inventarplatz. Dass ich noch schnell, bevor es dunkel wird, ein paar Sachen holen kann. Ich glaube mal, es ist aktuell nicht die Season, wo wir das Ganze pflanzen können. Oder so. Ich bin mir aber nicht sicher. Und ich weiß nicht, was das ist. Ein leuchtender Ingot. Ist das so ein Special Prize oder sowas? Vielleicht, eventuell. Fragezeichen. Aber irgendwas muss das hier sein, oder? Es wurde mir von diesem unsichtbaren Viech gedroppt, wenn ich mich nicht irre. Dieses unsichtbare, fucking eklige, unsichtbare Viech. Und ich habe extrem viel Getränk verloren. Aber ganz komisch. Ganz, ganz komisch. So. Dann erstmal einen Schluck trinken. Ah ja, warte mal. Du kannst jetzt schon mal das Schweinemiet haben. So, und dann haben wir noch das dritte. Tun wir dich hier rein. Zack, zack, so. Das sind neue Sachen. Die gleiche hatte ich bis jetzt noch nicht. Aber schon mal ein Eisenstück zu haben, ist super. Dann können wir dann daraus vielleicht eine Axt oder sowas bauen. Jetzt müssen wir mal die Speere weglegen, von denen haben wir wirklich genug. Ein Stück Fleisch tut auch gut. Oh, damit. So kriegen wir auch ein Level. Bedeutet, wenn wir rein theoretisch Schweinchen halten, die züchten, immer wieder killen und das Fleisch braten, haben wir eine unendliche XP-Farm. Aber jetzt kann ich doch sicher Eisen freischalten, oder? Also sicher. Das ist ein Gathering. Crucifer Fishing Defense Attack Magic. Okay, da müsste ich auch in Magic investieren. Ich will aber nicht in Magic. Ja, Level 6. Adds a small chance to mine 2 coal per ore rather than 1. When mining with an iron pickaxe or a buff. So kann ich jetzt rein theoretisch. Killing a monster will give you a short strength buff. Landing a blow on a creature just after it ignites will neutralize it for a few seconds. Ich mache in der Attack noch vielleicht einen Punkt rein. Aber. Das heißt, wir können doch jetzt rein theoretisch dann Eisen sammeln, oder? Habe ich meine Axt? Kurz getestet. Ups! Musst du mich so erschrecken? Halber Herzinfarkt jetzt gewesen. Meine Güte, da sind voll viele Viecher drin. Da, da, da. Da vorne ist auch irgendwas. Und weg ist er. Komm. Jetzt probieren wir es noch schnell. Obwohl, nee, ich hab mal einen Plan.
Und zwar würde ich sagen, das war's für diese Folge, meine Freunde. Den spannenden Punkt halten wir uns für die nächste Folge auf, ob wir das jetzt schon meinen können oder nicht. Ich hoffe, euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.